Wie gelangt Wasser in eine Zelle, ohne dabei andere Kleinmoleküle mitzunehmen? Wie kommunizieren Nervenzellen? Wie entsteht eine Fliege aus einem Ei? Der Lösung dieser und anderer Fragen widmen sich die Wissenschaftler der Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften und molekulare Biowissenschaften. Mehr als 350 Doktorandinnen und Doktoranden sowie 180 Professoren und Nachwuchsgruppenleiter sind hier beschäftigt. Die Graduiertenschule vereint 12 Promotionsprogramme unter ihrem Dach, darunter 3 International Max Planck Research Schools. Neben 6 Fakultäten der Universität sind 3 Max-Planck-Institute und das Deutsche Primatenzentrum aktiv an der Graduiertenausbildung beteiligt. Ramya Nair promoviert an der International Max Planck Research School für Neurowissenschaften. Nachdem sie den Bachelor in Chemie an der Universität Delhi abgeschlossen hatte, absolvierte sie in Göttingen ihren Master. Für ihre Promotion befasst sie sich mit den molekularen Grundlagen kognitiver Prozesse im Gehirn und deren Störung bei psychiatrischen Erkrankungen. Insbesondere erforscht sie seltene Formen von erblichem Autismus. Meine Forschung beschäftigt sich mit dem Protein Neurobeacin. Dieses Protein steht in Verbindung mit Autismus und wir untersuchen es in Mäusen. Die Idee ist es, die Mechanismen der Krankheit zu ergründen, um dann Therapien finden zu können, die die Krankheit heilen. Der Biochemiker und Max-Planck-Direktor Professor Reinhard Jahn ist maßgeblich am Konzept der Göttinger Graduiertenschule beteiligt. Dazu gehören vor allem individuelle Betreuung und interdisziplinäre Ausbildung der Doktoranden in den Neurowissenschaften, den molekularen Biowissenschaften und der Biophysik. Wer die Vorteile der Schule nutzen will, muss jedoch zu den Besten gehören. Ja, zum einen wählen wir unsere Doktoranden sehr sorgfältig aus durch Interviews mit unabhängigen Wissenschaftlern. Und dann ist es natürlich unser Ziel, dass neben einer hervorragenden Ausbildung auch hervorragende Forschungsergebnisse erzielt werden. Und dabei helfen wir mit Rat und Tat. Jeder Doktorand wird zum Beispiel durch ein dreiköpfiges Komitee von Wissenschaftlern, dem sogenannten Thesis Committee, betreut. Und das ist ein Verfahren, das sich sehr bewährt hat. Auch Ramya Nair trifft sich regelmäßig mit ihrem Thesis Committee. Es besteht aus dem Erstbetreuer der Doktorarbeit und 2 weiteren Wissenschaftlern der Graduiertenschule. Das Komitee hat große Vorteile gegenüber einem einzelnen Betreuer. Es kann aus verschiedenen Blickwinkeln beraten, Konflikte leichter lösen und Kooperationen ermöglichen. Professor Erwin Nair ist derzeit Mitglied in 10 Thesis Committees der Göttinger Graduiertenschule. Für die Entwicklung des sogenannten PatchCamp-Verfahrens zur Erforschung von Ionenkanälen in Zellen wurde er 1991 mit dem Nobelpreis in Physiologie und Medizin ausgezeichnet. Die regelmäßigen Treffen mit den Doktoranden sind für ihn eine Bereicherung. Die Thesis Committees sind zwar viel Arbeit, aber die Arbeit ist interessant. Die Arbeit ist sehr nahe an der Wissenschaft. Man erfährt, was die Doktoranden machen. Man erfährt, was in anderen Labors vorgeht. Dabei kommen Zusammenarbeiten zustande und der Vorteil liegt natürlich vor allem für den Doktoranden oder die Doktorandin selbst, die eben die Expertise mehrerer Berater erfährt und nicht auf einen Doktorvater angewiesen ist. Neben der individuellen Betreuung profitieren die Doktoranden auch von einem umfassenden Kursangebot. In Lehrlaboren können sie spezielle Techniken in der Elektrophysiologie, Lichtmikroskopie oder Bioanalytik lernen. Professor Kai Tittmann leitet das Bioanalytiklabor, das eigens für die Göttinger Graduiertenschule eingerichtet wurde. Mit modernsten Methoden werden hier biochemische Reaktionen, wie zum Beispiel die Wirkung von Vitaminen im menschlichen Stoffwechsel, untersucht. Die Präzision der Instrumente erlaubt es, die Übertragung einzelner Protonen und Elektronen innerhalb einer tausendstel Sekunde zu beobachten. Florian Hauer ist Doktorand der International Max Planck Research School für molekulare Biologie. Er beschäftigt sich ebenfalls mit Methoden im Grenzbereich zwischen Biologie und Physik. Sein Ziel ist es, die Struktur von makromolekularen Komplexen mithilfe der dreidimensionalen Kryoelektronenmikroskopie aufzuklären. Die Strukturbiologie beschäftigt sich mit der Aufklärung der dreidimensionalen Struktur von zellulären Maschinen. Zelluläre Maschinen arbeiten sehr oft in großen Komplexen zusammen und deren Strukturaufklärung ist die große Stärke der Elektronenmikroskopie. Neben der wissenschaftlichen Arbeit organisiert Florian Hauer zusammen mit anderen Doktoranden die jährlichen Horizons in Molecular Biology Meetings. Diese internationale Tagung mit prominenten Gastrednern und bis zu 400 Teilnehmern wird ausschließlich von Doktoranden gestaltet. Dafür bekommen sie ein eigenes Budget zur Verfügung gestellt.
Die Doktoranden organisieren jedoch nicht nur wissenschaftliche Tagungen, sondern auch eine monatliche Kulturnacht. Die Themen sind vielfältig, denn in der Göttinger Graduiertenschule gibt es mehr als 50 Nationalitäten. Diesmal wird die Indian Night gefeiert. Von dem internationalen Austausch können die Doktoranden nur profitieren, sowohl kulturell als auch wissenschaftlich.